Mein Name ist David Neuber, ich bin Vorsitzender der Bundesjugendvertretung. Ich bin einer von drei Jugenddelegierten hier. Mein Name ist Gregor Schamschler, ich bin europäischer Jugenddelegierter und vertrete Österreich auf diesen Kongressen hier. Hallo, mein Name ist Karina Artengruber und ich bin österreichische Jugenddelegierte und vertrete hier die Meinungen von österreichischen jungen Menschen. Was ist das hier für eine Konferenz? Wir in Thessaloniki sind jetzt auf der EU-Jugendkonferenz. Das ist jetzt die dritte Konferenz von der letzten Präsidentschaft. Ich habe an einem Workshop teilgenommen, 7 hat es insgesamt gegeben, um ein Thema zu behandeln, um eigentlich Empfehlungen zu diesem Thema dann zu erstellen. Ich habe an verschiedenen Workshops teilgenommen. Mein Thema war vor allem dann eben soziale Inklusion. Das heißt, wie man eben benachteiligte junge Menschen Chancen geben kann, wie zum Beispiel Chancen auf gerechte Bildung, die Möglichkeit auf einen sicheren Arbeitsplatz. Mein Thema hier war Bildung, formelle Bildung, nicht formelle Bildung, informelle Bildung. Und das große Überall-Thema, das große Dachthema davon war, wie kann man freien und gleichen Zugang für alle Jugendliche schaffen und wie kann man es schaffen, dass Jugendliche, die vielleicht ausgegrenzt werden aus verschiedensten Gründen, in diese Bildung wieder mit hineinzubeziehen. Mein Thema war Praktika, also ob sie bezahlt oder unbezahlt sein sollen. Und sie sollen auf jeden Fall bezahlt sein natürlich. Eine Möglichkeit, das Leben in einem Unternehmen besser kennenzulernen. In diesen Workshops waren wir insgesamt über 20 Personen. Es gab Menschen aus allen verschiedenen Ländern der Europäischen Union, teilweise aus Jugendorganisationen, teilweise aus internationalen Jugendorganisationen und auch von Ministerien. Und die haben alle ihre Sicht eingebracht, haben erzählt, wie das in ihren Ländern so läuft. Genau das Gleiche habe ich auch gemacht, erzählt, was in Österreich so passiert. Und das haben wir hier eingebracht und versucht, anhand von guten Beispielen zu finden, wie man das Ganze europäisch verbessern kann.